Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Bandicoot. Neben mir ist der Crash-Bursche. Neben mir ist der Bandicoot 16 und wir grüßen heute nämlich Simba. Das ist kein Bär, kein Bär, kein Löwe, sondern eine Katze, aber es ist ein cooler Name für eine Katze auf jeden Fall. Und für einen Bären. Für den Bären auch, ja. Und Eigentlich ich ist, und für grüße. den Len wäre es eigentlich auch ein cooler Name. Ab sofort solltest du Simba L heißen, Entschuldigung. Du grüßt auch noch, ja? Ich begrüße Bella, den Hund. Auf jeden Fall bestimmt ein schöner Hund. Und wir grüßen auch noch Max. Und Tim. Körpertreffer verletzen ihn nicht. Ist übrigens ein Hinweis gewesen. Ja. Ist ein guter Hinweis, ich weiß es nicht. Drücke zum Überspringen. Also keine Körpertreffer, müssen ihn irgendwie anders besiegen. Ah. So. Ey, Maurerausschnitt. Der ist doch gar kein Maurer. Hä? Entschuldigung. Okay, aber kann man immer auf ihn draufspringen? Wahrscheinlich nur, wenn er sich bückt. Oh, nein! Das war. Da gehen unsere Leben dahin, ich sehe schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kann man auf jeden Fall draufspringen, genau. Also eigentlich muss man sich nur immer vorhin stellen und dann. Nein, du Kleiner! Und dann sofort immer draufspringen. Ja. Hallo, mein Freund. Was machst du? Ey, war alles Taktik! 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 Nein! Ich bin das Ding reingeflogen! Nein, das war so eine gute Taktik! Wieso ist meine Taktik nicht aufgegangen, Len? Sag mir das mal. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, Len macht das irgendwie besser. Schau mal, der hat bestimmt noch irgendwie andere miesen Attacken. Oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt auch erst der erste Bossgegner. Nein! Zwei Treffer noch, aber der wäre Was? Geschichte gewesen. Muss ich es wieder richten, ja. Das Bescheuerte ist, wenn man nicht genau trifft, dann haut dann er einen rutscht weg. Er weg, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und dann wird es schwierig, ihn wieder zu treffen. Ja. Voll auf dem Po. Ja. Jawoll! Jetzt sehen wir uns. Oh. Die rutscht weiter runter, die Hose, oder? Kann das sein? Ja. Ach Gott. Ja, der Drachenbursch hat ihn besiegt. Aber ich muss einfach nur von einer Seite zur anderen. Das ist die perfekte Taktik. Papu platt gemacht, okay. Naja. Aber er atmet noch, also wir haben ihn nicht umgebracht. Alles gut. Die Nur Dorfältesten. Platt. Jetzt ist er auch aus dem Norden. Jetzt spricht er nämlich Plattdeutsch. Wow. Wow. Nein, tut er nicht. Nein. Schade, aber. Hier sind übrigens die Rolling Stones auch gleich beim Auftreten. Das klingt gefährlich. Rolling Stones. Aber warte mal, wir haben ja noch dieses Level da. Was ist das hier? Kokoszeitmaschine. Ah, da kann man wahrscheinlich dann zu den anderen, oder? Sollen wir uns mal anschauen, was da. Ach komm, ich Ja, schaue mach mal. Mal. Ah, möchtest du das? Ah, da können wir mit Coco spielen, glaube ich. Sollen wir mal mit Coco spielen? Ja. Na gut. Okay. Okay. Ah, okay, und da können wir. Ah, außerhalb des Levels können wir dann wechseln. Mhm. Okay. Na gut, ein bisschen Chanel kann ja nicht schaden. Coco Chanel und so. Ja, ja, schon klar. Ja, das ist hier alles Markennamen. Coco Chanel, Rolling Stones, das ist. Die werden alle bezahlt von dem Spiel hier, glaube ich. Meinst du nicht? Natürlich. Indem du woanders den blauen Edelstein erhältst. Aha. Wir sind wieder im Dschungel hier unterwegs. Das sind lange blonde Haare. Okay. Er hat zunächst was zum Wirbeln hier. Len hat mich schon wieder sterben sehen, oder? Was? Ja, fast. Fast. Ich hab mich auch schon sterben gesehen. So. Stirb! Nein! Schade. Not today. Oh. Also die Kamera ist manchmal auch ein bisschen. Oh! Was so einer. Was? Das ist, weiß ich nicht, der Typ vom Anfang ist. Nee, das ist nicht Dr. Neocortex, das ist irgendein anderer Typ. Ah, das war der andere, der da auch mit drin stand am Anfang, oder? Was? Du kommst aus dem Boden einfach raus. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen was sammeln hier. Nachdem wir hier so viel verloren haben vorhin. Oh, die können sich gegenseitig weghauen, das ist gut. Alter. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich hab's gesehen, ich hab's kommen sehen. Ich will hier weg. Ich glaube, sie sind alle in die Luft gegangen, oder? Schau mal. Nee. Wir springen halt zurück. Ja, wir gehen erst zum Checkpoint und schauen dann nochmal zurück. Natürlich. Clever. Keine Regeln, Trophäe. Ah, da. Achso, da kann man. So kann man direkt drüber laufen. Gut zu wissen. Ich wette, ich falle runter. Willst du mich verarschen? Der wartet drauf, dass ich da vorbeigehe, oder was? Ja, klar. Ich hasse ihn. Alles weg. Fast ein bisschen zu weit gelaufen. Das wäre hier fast ein bisschen zu weit gegangen, aber. Ich konnte es gerade noch retten. So.
Aber mit dem Doppelsprung landet man eigentlich immer da, wo man landen soll. Na, nein. Ich hab's kommen sehen, ich bin noch zurück. Ach du Scheiße, ich werde auch gleich runterfallen. Na, hoffentlich nicht. Ich meine natürlich schon. Nee, eigentlich nicht. Jetzt bin ich sogar auf Lens Seite. Jetzt bin ich schon so weit, dass ich hoffe, dass wir es schaffen. Oh Gott. Nicht schlecht, aber noch bist du nicht beim Checkpoint. Ja, aber ich find's eigentlich ganz gut, wir wechseln uns momentan eigentlich noch ganz gut ab. Also es ist jetzt nicht so, dass einer die ganze Zeit spielt. Ach komm, ich hab auf Springen gedrückt. Ja, das habe ich auch schon einige Mal gedrückt und hat auch nicht geholfen. Ja, diese Stelle ist so gemein, weil man anders reagieren will, als man reagieren soll. Aha. Flatsch, 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 flatsch. Oh, gleich haben wir 100. Meine Freunde, müssen wir schon ein bisschen früher springen. Bevor es angezeigt, also bevor sie schon komplett wieder auseinandergerollt sind am besten. Dann hat man nämlich mehr Zeit. Wir haben gerade eben das erste Bonusleben eingelangt, eingesackt. Das erste. War ich noch nicht das erste? Aber das erste Mal habe ich es gesehen zumindest. Das erste Mal, wo ich es gesehen habe. Okay. Kannst du mal einen Uga-Uga holen? Weil das Problem ist, wir brauchen... Oh, ich glaube, der bricht zusammen, oder? Nein! Apropos zusammenbrechen! Nein! Oh mein Gott! Ja, jetzt musst du das alles nochmal machen. Ich weiß übrigens nicht, was passiert, wenn man das Game Over geht, ob man dann... Wahrscheinlich muss man das ganze Level von vorne nochmal machen. Das war schlecht. Oder? Weiß ich nicht, ich will es nicht rausfinden. Nee, ich auch nicht, aber wir sind gerade auf gutem Weg dahin. Mhm. Das ist aber ein Speedrun, das zu sehen. Hä? Das ist ein Speedrun. Ja, klar. Dafür bist du jetzt schon zu langsam. Psst. Das wird mega der gute Speedrun. Siehst du, wie schnell ich bin? Wahnsinn! Mhm. Siehst du, man kann gar nicht sehen. Ihr müsst jetzt auf YouTube das mal auf 1,5 stellen, die Geschwindigkeit oder so. Dann seht ihr, wie ist es zu langsam. Ja, stimmt. So ein Speedrunner haben wir doch nochmal ein bisschen mehr drauf. Wir haben Speed Na, drauf. Ah, ich bin so blöd. Ja. Das war dumm. Wenn jetzt einer am Ende fehlt, dann darfst du mir nicht die Schulter touchen. Die Schulter? Ja, nee, dann darfst du mich schauen, dann hab ich's verdient. Boah, die gehen aber auf mich. Mistviecher. Das ist die Uga. Ach, die. Ah! Hab ich den berührt gehabt oder? Weil die Uga-Uga-Maske ist gerade weggegangen. Ja, da hast du gerettet. Echt? Wow, dann hat das Uga-Uga-Maske mir gerade eben das Leben gerettet. Krass. Genau durch den Schlitz gefallen. Das war blöd. Ja, das fand ich auch. Aber das Gute ist, wie man es macht. Das Gute ist, die Bonus-Level zählen, glaube ich, auch als Checkpoints, oder? Nee, aber wenn du runterfällst, bist du halt draußen. Ja, echt? Zählen die nicht als Checkpoint? Das heißt, wir müssen jetzt auch nochmal zu komplett Bonus-Level hin, wenn wir es verkacken, hinter dem Bonus-Level. Ja. Ach komm! Du musst oben drauf, sonst hast du verkackt, glaube ich. Nee, unten geht's auch. Okay, wir verlieren aber kein Leben, jedenfalls wird's direkt oben uns nicht angezeigt. Ja, wir fallen auch nur runter. Okay, na gut, alles gut. Das heißt, wir können es noch 10 Mal versuchen. Wir kriegen wahrscheinlich am Ende aber auch nichts mehr dafür als Belohnung, schätze ich mal. Du bist so ein Held. Ja, ich wollte ihn noch holen. Hätte ich ihn da liegen lassen sollen oder was? Nein. Ja eben. Da habe ich dann lieber gedacht, dann lasse ich den Len nochmal die Chance. Natürlich. Ja, was denn? Wolltest du nicht nochmal die Chance haben, es besser zu machen? Es zu zeigen, wie es richtig geht? Ach komm schon! Wie kann man da runterrutschen? Du hast das so eben bewiesen, Len. Aber ich hab's auch schon bewiesen, von daher alles Wahnsinn. Gut. Ja, Wahnsinn passt hier, ist ja auch Insane Trilogy. Woohoo! Oh ne, oh ne. Okay, da werden wir verkackt dann. Wenn man verkackt. Aber auch nur, wenn man verkackt. Mhm. So. Ja, jetzt kriegen wir am Ende natürlich nichts mehr, weil wir es zu sehr verkackt haben. Aber dafür 20 Kisten. Komm ich wieder hier mit einem Bonus-Level hier raus. Oh, 87 gibt's in dem Level. Das Rolling Stones-Level ist länger. Ah, ich wollte erst gucken, ob es da noch runter geht irgendwo. Das ist einer von den Gemeinen. Oh! Oh, da kommt schlecht. Bestimmt gleich wieder einer, oder? Ja, yeah, nicht schlecht. Habe ich schon erwartet, dass hier wieder einer kommt. Ah, drei. Einen haben wir irgendwo verpasst, ja. Ah. Anscheinend, ja, es gibt anscheinend immer zwei Bonus-Level. Nein. Meinst du nicht? Ich glaube, es gibt schon immer zwei Bonus-Level. Außer zum Beispiel in dem Level mit dem Wegrennen vorhin. Da gab es, glaube ich, keine zwei. Also in dem Kisten-Wegrennen. Du weißt, was ich meine. Ja. So. Ah, 99. Knapp. Oh, da waren wir schon. Ja, gut, wir haben seine Bonus-Level nicht bekommen. 20. Ich glaube, wir haben seine Bonus-Level nicht bekommen. Mir tut Coco jetzt schon leid für das, was sie jetzt gleich ertragen muss.
Oh, oh, da hagelt, glaube ich, gleich was. Au, 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 au. Sorry, Coco. Es war kein guter Start mit uns, glaube ich. Glaub, die will nicht mehr mit uns spielen, Len. Nee. In Zukunft müssen wir wieder alleine mit Crash spielen. Oh Mann, arme Coco. Das hatte sie nicht verdient. Die Wumpa-Inseln. Das heißt, oder hatte sie? Nee, ich glaube nicht, dass sie es verdient hatte. Ja, Coco. So. Achso, wir können Coco nicht mehr zu Coco wechseln. Na doch. Sollen wir mal jedes Level abwechseln machen oder wie sollen wir es machen? Das ist wurscht. Wurscht haben wir nicht. Ich bin wieder Crash. Mach das. Hogwild ist hier. Anscheinend gibt es auch noch so ein Ankh-Zeichen da irgendwie zu bekommen. Bam, 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 ich habe aber keine Ahnung, wie wir das Ankh-Zeichen bekommen. Bam, bam. Vielleicht nach Ägypten reisen oder so. Das könnte auch ein Schlüssel sein. Stimmt, den Schlüssel gab es vorhin auch mal. Ah, verdammt. Ich höre wieder nichts. Ah, jetzt. Oh, was zum? Was zum? Ich bin auf einem Wildschwein. Wild Rock. Ja, stimmt. Das passt ja. So. Ja, das Wildschwein schreit auch schon. Das weiß schon, was ihm blüht hier. Oh. Ich befürchte, das wird ein übles Level. Oh, ey, Checkpoint. Wie zur Hölle? Weg mit dir. Ah, nee. Oh. Aber immerhin habe ich zum ersten Checkpoint geschafft. Gott, ich habe keine Ahnung. Das steuert sich genauso wie die. Ach, Kacke. Ach, da wird so krass schnell dann. Ich glaube, du musst drüber springen über ihn, oder? Ich weiß so, nicht. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ich dran. Wie gesagt, immer wenn einer stirbt, ist der andere dran. Mhm. Ah, ja. Oh, du musst geradeaus. Du musst auf jeden Fall nach links lenken und dann direkt wieder nach rechts. Oh, yeah, ich glaube, wir haben unsere neue Hassstelle im Spiel gefunden. Oder man muss ihm ausweichen. Ich glaube, man muss ihn ausweichen. Wir müssen ihm irgendwie schaffen, auszuweichen. Oh, 6 Leben. Er ist nicht so schnell. Ja, man muss ihm ausweichen. Man muss ihm immer ausweichen, ja. Was ist das? Bongo! Nein, ich wollte die Kiste haben! Bongo! Nein! Eieiei. Aber so schafft man's, okay, man sollte nicht so kistengeil sein. Muss ich eigentlich nur. Muss ganz rechts laufen. Man muss sich eigentlich nur merken, auf welcher Seite man laufen muss bei ihm. Also beim ersten muss man ganz rechts laufen. Da muss man den anderen dann immer dirigieren. Rechts laufen. Beim zweiten war es, glaube ich, links laufen. Ja, links laufen. Beim dritten weiß ich leider nicht mehr. Seid immer da, wo die Kiste ist. Woohoo. Nein, oh, ich habe es. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe dann doch lieber in den Checkpoint rein, oder? So, die Kiste verpasse ich auf keinen Fall. Bang. Wahrscheinlich ist es echt genau die eine Kiste, die uns dann fehlt. Ja. Oh, guck mal. Kollegen, servus. Oh Mann. Aber geil ist das Level auf jeden Fall. Nein! Hä, wie hätte man da auch machen sollen? Ja, ich glaube, man hätte. Wahrscheinlich hätte man unten durchgepasst, oder? Andere Seite. Ich glaube, man hätte unten durchgepasst. Also, muss ich mal. Sicher. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Rechts. Rüber. Ja. Okay, ich gebe hier keine Befehle mehr. Aha. Aber der war echt komisch. Einen machen sie immer komisch. Rüber. Doch, ich glaube, man muss rüber. Man muss nur rechtzeitig springen. Man muss relativ weit springen. Ja. Okay, jetzt muss ich es wieder rausreißen. Was? Wir haben wieder ein Level. Ich habe wieder einen verpasst, aber es ist eh schon was, weil wir den einen vorhin schon verpasst hatten. Hui! Der war unten durch. Ah, der ist echt gemein. Wahrscheinlich muss man relativ spät erst springen. Früh. Nee, spät. Was? Früh. Früh. Du musst ziemlich früh springen, ja. Vielleicht landet er oben dann drauf? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mag er es nicht, in seinen Artkollegen zu landen. Mhm. Verstehe ich gar nicht. Ah, das ist gemein. Hier verliert man natürlich deutlich schneller Leben als in den normalen Leveln. Oh. Sehe uns schon grausam krepieren. Aha. Aber das Gute ist, hier sammelt man auch extrem viele Münzen in dieser kurzen Zeit. Ich check's nicht. Also momentan ist mir auch noch ein Rätsel, wie man das schaffen soll. Ich check's nicht. Drück mal Viereck. Kann man nichts machen, passiert okay. Nichts. Nee, es gibt nur Hüpfen. Ey, da kriegt man Leben, wenn man hüpft. Nee. Das funktioniert leider nicht. Kann man vielleicht irgendwie eine Abkürzung nehmen oder irgendwas, das Ding irgendwie ändern, dass es anders sich dreht oder so? Versuch mal links drüber zu springen, weil da ist der Kopf, der ist nicht so hoch. Weißt du? Ich bin natürlich zu spät gesprungen, ja. Ich bin zu spät gesprungen, aber vielleicht links, ja, vielleicht links. Ah, da muss das Timing auf jeden Fall richtig krass sein. Jetzt wisst ihr, warum das Spiel für den einen oder anderen Frustmoment damals eigentlich gesorgt hat. Also die Crash-Spiele sind nicht leicht. Bis jetzt war es nicht so schwer, aber
Bis jetzt. Ja, das soll. Hab ich auch im Test gelesen, dass es so einige Frustmomente hat. Ich hab nicht mal berührt. Das ist gemein. Kann man irgendwo abzweigen oder so? Momentan noch etwas am Rätseln, wie das gehen soll. Aber viele Möglichkeiten zum Rätseln haben wir leider nicht mehr, lieber Len. Dann ist nämlich aus. Ja. Aus die Maus. Da muss man echt irgendwie unten durchlaufen, das sieht bloß nicht so aus. Ich laufe mal unten durch. Nein! Nee, das haut direkt auf die Fresse. Das haut direkt, also unten durch kommt man auf keinen Fall. Man muss springen. Ich glaube, man muss einfach das perfekte Timing beim Sprung haben. Oh! Wie viel Glück kann man denn haben? Oh, komm, wir jetzt nicht mehr können. Hab ich nie gesagt. Nee. Was ist eigentlich dieses Tütüt? Das ist die Musik. Achso, das ist in der Musik. Die Tütüt. Ja. Echt? Okay. So, ich lasse das jetzt einfach mal aus. Hä? Das war mal ein Problem, das Ding? Da, ich lieg doch im Ziel. Du liegst im Ziel. Ich lieg doch im Ziel. Okay, man muss relativ spät springen, oder? Früh. Was hast du gemacht? Früh, aber ganz links. Ganz links und ganz früh, okay. Naja, aber dann ist es überhaupt kein Problem, dann sieht es plötzlich total leicht aus. Ja. Aber man muss halt anders springen als bei den vorherigen. Bei den vorherigen kannst du springen, wenn du Bock hast. Ja, richtig. Der dreht irgendwie schneller, oder? Daran liegt's wahrscheinlich. Nee, der dreht anders. Der dreht anders, echt? Ja. Ja, man schafft nicht, wenn man versucht, das andere. Ganz links und ja, ich weiß, ich wollte die Kiste. Ich war schon wieder kistengeil, denn. Ja, ich weiß. Oh, ist übrigens unser letztes Leben, aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Niemals. Wenn du gut spielst, dann kriegst du auf dem Weg noch einen weiteren Versuch. Nein. Wir sind bei 99. Eine Kiste, Len. Meinst du diese hier? Ja, genau die. Okay. Jetzt kannst du mir das erlauben. Bitte lachen wir was mit Null. Ja, der Len checkt das irgendwie. Rechts, Len. Ich bin doch dann nach rechts. Ja, zu spät. Halt die Klappe. Ja, ich wollte dir doch mal auch die Chance geben, es zu kapieren. Ja. Jetzt muss ich es reißen, oder was hier? Ja. Unser letzter Versuch liegt jetzt an mir, bevor wir Game Over gehen. Nein. Was kannst du mir nicht antun? So viel Verantwortung, Len. Das ist nicht schwer. Ja. Diesmal erhole ich einfach die blöde Kiste links, nicht. Ganz links. Ja, es ist echt nicht schwer. Ja, und jetzt rechts. Was, links? Hab ich da links gehört? Zwei Kisten verpasst. Hauptsache geschafft. Das Bildschirmrennen. Oh mein Gott. Was zur Hölle. Das ist schon ein ziemlich wilder Ritt gewesen. Ganz schön versautes Level auf jeden Fall. Also in Sachen Abwechslung könnt ihr euch auf jeden Fall nicht beschweren bei dem Let's Play. Das ist echt ein Level nach dem anderen, was wir hier brillant schaffen. Und wir schaffen es zum nächsten Level. Sieht so nach Wasserfall aus, sieht nach Wasser aus. Ich mag eigentlich das Wasser nicht so gerne in dem Spiel. Wasser. Das sind wieder irgendwelche schwimmenden Blätter oder sowas, wo ich jetzt hier gleich sein muss. Magst du es lieber etwas nostalgischer? Nostalgisch? Benutze die Richtungstasten. Oh nee, das ist jetzt. Ah! Hüpfi-Level. Alles klar. Das ist doch gar nichts. Aber da hätten wir wahrscheinlich mehr Wumperfrüchte gerade holen können, wenn wir das so gemacht hätten. Na egal. Viel Spaß. Den habe ich bereits. Den habe ich seit 40 Minuten circa, den Spaß hier. So, mein Freund. Double Trouble. Okay, den kann man einfach im Boden reinrammen. Schock. Ich mag es nicht, wenn sowas hier ist. So, irgendwann kommt da mal was richtig Gemeines mit diesen Dingern, die von alleine runterfallen. Irgendwann kommt da sowas. Oh Mann. Was? Das war knapp. Das war da knapp. Also alles so offensichtlich geplant. Ich glaube, wir kommen bald zum Bonuslevel. Was meinst du? Ich hoffe es einfach mal. Oh. Gott, stell dir mal vor, wir dürfen nicht runterfallen bei so einer Passage hier, sondern müssen es im Sprung schaffen, auf das Ding drauf zu kommen. Oh, das könnte schwierig werden. So, wir gehen erstmal hier nochmal die nächsten Wumperfrüchte holen. Halt doch gedrückt. Hab ich. Man kommt nicht ganz hin. Aber das lassen wir uns nicht entgehen hier. So, hier ist auch schon wieder Feuer. Oh. Oh, verdammt. Game over. Nein. Ja, aber man muss nur das Level neu starten. Ja gut, dann ist ja nicht so. Ja, was hast du gedacht? Keine Ahnung, die Welt oder so. Die Insel. Ja, nee, wir müssen 5 Euro zahlen. Wir müssen 5 Euro zahlen? Okay. Alte Arcade Games. Schmeiße jetzt 20 Coins ein. Es ist Ingame Purchases. Da wird sich der Season Pass auf jeden Fall lohnen. Ja, clever, Len. Die erste Kiste gleich verpasst.
Kaum spielt der Lenfer. Wir können, du kannst natürlich warten, bis die wieder zurückkommen. Gut, das kannst du jetzt auch nicht mehr. Schon so. Jetzt geh weg! Lenfer hat sich nicht rangetraut. Ja, ich will ja auch am Controller bleiben, geh. Verstehe ich gar nicht. Aber das war, ich finde diese leichte Challenge, dass man immer versucht, am Controller zu bleiben, das macht das Ganze immer nochmal spannender auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So. Na. Oh, 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 oh. Das war hier oh, 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 oh. Oh, 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 Len. Oh, 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 oh. Ja, Len, das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Oh, oh Gott. Oh. Das klang auf jeden Fall schmerzhaft. Aha. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.